Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Kevin Wolter ist brutal K.O. gegangen gegen Abu Habib. Das Ganze haben wir jetzt alle schon mehrfach gesehen. Ist auf Instagram auch komplett viral gegangen bei Universum Boxing. Dort ist es richtig zur Sache gegangen in den Kommentaren. Extrem viele Leute haben das Ganze gehatet und das hat Ringlife auch mitbekommen, der auf das Ganze reagiert hat, so wie viele andere Kampfsportgrößen oder Leute, die auf jeden Fall schon diverse Berührungspunkte mit Kevin Wolter hatten. Und darüber sprechen wir jetzt in diesem Video, Freunde. Schaut gerne bei ESN vorbei, mit dem Code NOTIME könnt ihr dort saftig sparen und lasst hier gerne ein Like und ein Abo da, weil 60% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Lasst uns die 80.000 gerne voll machen. Michael Kur war einer der wohl polarisierendsten Kommentare unter dem Post von Kevin Wolter, der Kevin anscheinend schon auch jahrelang kennt, ihn gut versteht und ja ganz genau seine eigene Meinung zu dem ganzen Debakel hier abgegeben hat, welche für viele sehr interessant ist und Dinge exposed wurden. Und Dinge veröffentlicht wurden, die viele vielleicht noch nicht wussten. Er sagte erstmal: Lieber Abu, herzlichen Glückwunsch zu deinem grandiosen Sieg. Wir sind beim Kampfsport und da besteht immer die Gefahr, sich zu verletzen oder schwer K.O. zu gehen. Das weiß jeder, der in den Ring geht. Mein Freund Wolter Kevin, bitte geh nie wieder in einen Boxring. Das ist einfach nicht dein Sport. Du bist Kraftsportler und auf der Straße eine Waffe. Das hast du oft genug als Türsteher bewiesen. Werde schnell wieder fit und genieße dein Leben. Ich drücke dich ganz lieb, dein Michael Kur. A la vida. Und Michael Kur ist damals auch aktiv im Kampfsport gewesen, hat dann seine Security-Firma aufgebaut und hat hier interessante Eindrücke in Bezug auf Kevin Wolter gegeben. Aber Ringlife hat das Ganze von den Hatern stark kritisiert. Guckt euch das Ganze selbst einmal gerne kurz an. Freunde, viele von euch haben mir das Video zugeschickt, wo Kevin Wolter gestern Abend erneut Knockout gegangen ist in seinem Boxkampf. Und ich habe mir da mal die Kommentare durchgelesen und ich war ehrlich schockiert darüber, was für hardcore respektlose Ratten da teilweise unterwegs sind. Ja, ihr seid richtige Kakerlaken, die Leute, die so respektlose Kommentare da reinschreiben. Schau mal, Kevin Wolter ist kein Schwergewichtsboxer, der sich eine Karriere aufbauen und Weltmeister werden will oder so. Der ist ein Bodybuilder, der rüber in den Boxsport kommt, weil er sich selber einfach mit einer neuen Herausforderung testen wollte, weil er Spaß daran hat, weil er Bock drauf hat. Allein die Tatsache, dass er nach dem letzten harten Knockout sich erneut in den Ring traut, zeigt schon mehr Eier, als die ganzen Schlappschwänze da in den Kommentaren haben werden, die ihn so respektlos da beleidigen oder was weiß ich, sich über ihn lustig machen. Kampfsport ist kein Kindergarten, Leute. Ja? Ihr unterschätzt es extrem, wie viel jemand riskiert, jedes Mal, wenn er in den Ring steigt. Besonders im Schwergewicht. Ein blöder Treffer reicht und bei jemandem ist dann komplett dunkel. Ja? Und ihr Pfeifen würdet sowieso 3 Wochen lang liegen nach so einer Schelle und euch einpissen. Ja? Deswegen schreibt nicht so freche Kommentare auf jeden Fall.